Willkommen zurück bei Outward in der Stadt der Riesen, gemeinsam mit Chris. Hallo. Hallihallo. Und es sind doch keine Zwerge, Koja. Ja, mal schauen, wie sie reden, ne? Ja, aber gar groß nicht. Aus wie sind sie auf jeden Fall. Ja. Sehen cool jetzt... aus, finde ich. Sind Slenderman-mäßig mit so diesen langen Extremitäten und so. Das ist ganz cool. Ich meine, wir kennen sie ja schon. Wir haben ja schon im Wald einen Bösen von ihm mal erlebt, aber... Ja, den hatte ich nur mir gar nicht so genau angeguckt. Na gut, mal schauen. Also, hier kriegen wir dann Händler und Konsorten, oder wie? Vor allem Händler, ja. Irgendwie... Oh, schau mal, hier oben gibt es einen Schmied. Der hat auch schon tolle Sachen. Hm. Ganz schön dunkel hier. Oh, Laterne des Erkunders hat keinen Dings mehr. Ah, hallo, mein Freund. Hallo. Ja. Willkommen in unserem Außenposten. Was soll ich tun, damit wir beide glücklich sind, hä? Eine gute Waffe verkaufen. Uppala. Da gibt es eine Axt für 1000. Ja, ich kann sie mir leider noch nicht angucken, aber gucke ich mir gleich an, wenn du wieder raus bist. Und eine Riesenheit-Hellebarde für 375. Und ein Kintsugi-Helm. Zwei Schutz, 18 Widerstände, Schlagfestigkeit 17. Mana-Kosten natürlich plus 50, Ausdauerkosten plus 4, Geschwindigkeit minus 9. Ja, so viel dazu. Aber die Rüstung sieht bestimmt richtig geil aus. Die ist blau. Tiefblau. Sowas können wir lernen. Knochenpistole könnte man lernen zu bauen. Mantis Großspitzhacke. Oh. Also kauf das Rezept mal, oder? Also ich habe gerade nichts zu machen. Ich muss erst keine was verkaufen. Ahnung, ob die was bringt oder was sie bringt, aber why not? Übrigens, die Rüstung, die Ascherüstung bringt 68. Die Rüstung? Oh, interessant. Ja, okay. Die war gar nicht so günstig. Also passt. Oh, okay. Na dann, mal gucken, was gleich der... Die hau ich mal raus. Ich brauche ein bisschen. Es tut mir leid, ne? Ich belagere das jetzt kurz, weil ich muss ja jetzt euch loswerden. Gibt ja auch noch andere Händler, nur eben keine Schmiede. Soll das heißen, ich soll woanders hingehen? Nee, ist okay. So, die Säbel übrigens kann man für 45 verkaufen. Die werfe ich dir gleich nochmal vor die Füße, ne? Hau raus. Okay. Hallo Säbel, tschüss Säbel. Mantis Großspitzhacke. Ich versuche die jetzt einfach mal zu lernen. Vielleicht macht die irgendwie was Besonderes. Obsidianpistole kann man auch lernen. Pistole hat mir auch mal überlegt. Phytosaurier-Speer. Schuppenlederstiefel, Schuppenranzen, Tyrannosaurier-Axt. Die solltest du vielleicht mal angucken, hä? Tyrannosaurier-Großaxt. Also hier gibt es den kleinen und den groß. Was waren mit diesen Schuppenlederstiefeln? Das ist doch das, oder? Schuppenleder. Genau, das sind diese Schuppenledersachen, die wohl einen Damage-Boost geben sollen. Dann kaufe ich mir das auch mal. Handel bestätigen. So. Das sieht doch eigentlich erstmal ganz gut aus. So, die Sachen lernen wir mal. Claymore mitgenommen, meine Güte. Ja, die Überlegung ist jetzt, verkaufe ich den Bhutan-Knüppel? Ich glaube, ja, den kann man sich immer wiederholen in der Dings, man weiß ja, wo es sie gibt, auf der Halbinsel. Dieser große Einhandknüppel, den ich da die ganze Zeit habe. Ja, den kriegst du ja jederzeit wieder. Und die Axt ist momentan eh die coolere, weil die halt einfach mehr Schaden macht und mehr Sinn. Mantis Großspitzhacke fügt Gegnern Schmerz zu. Das ist eine Waffe. Ja, Schmerz ist ein Debuff. Ich glaube, dann kriegst du mehr Schaden. Ich glaube, ja, irgendwie sowas war das. Diese Spitzhacke macht 34 Schaden und 51 Wucht. Er ist halt eine Zweihand-Spitzhacke. Ja, aber 51 Wucht. Ja. Pff. Das Ding ist nicht mal mehr so verkehrt. Und dann habe ich noch wie hieß das jetzt gerade, Dingsleder, wie hieß das, Schuppenleder, Schuppen, SS, da brauchen wir Raubtierknochen, Schuppenleder und ein, weiß ich nicht, irgendwelche Stiefel, Das steht nicht, einfache Stiefel. Und dann gibt es Schuppenlederstiefel, die Schadensbonus 7 machen. Meine haben momentan... Schadensbonus 5. Okay, das ist so ein bisschen Amulett plus. Ja, soll ich dir die gepolsterten Stiefel geben? Ich glaube, die müssten auch dafür gehen. Ja. Ich habe die in der Tasche gerade. Und dann gebe ich dir die. Ja, dann schauen wir mal, ob die. Halt. Das ist noch beim Schmied. Abwerfen. Du müsstest eigentlich damit bauen können. Siehst du ja gleich, ob du damit bauen kannst. So, zeig mal, was hast du denn hier?
Nee. Kann ich noch nicht. Nee, kann ich nicht bauen. Hm, okay, dann müssen es einfache Arbeiterstiefel sein. Es müssen wahrscheinlich die wirklich super simplen Kackstiefel sein, ja. Die ich 5-mal gefunden hatte jetzt, ja, und genau, immer schön verschrottet habe. Genau. Hallo, mein Freund. Riesenhals-Großachse. Das ist natürlich eine Zweihandwaffe. Was haben wir denn hier noch? Riesenhals-Hellebarde. Es gibt noch unten das Rezept dieses Sauriers. Saurier, Tyrannosaurier. Die gucke ich Axt. Mir gleich an. Ich gucke mir gerade mal diesen Kintsugi-Helm an. Ist definitiv besser als mein jetziger. Er hat die gleichen Debuffs, aber ich bin weit langsamer dann. Ich habe -9% Geschwindigkeit und jetzt gerade nur -4. Ansonsten ist der sehr viel besser als meine. Das Meisterhändlergewand verkaufe ich, ja. Das haben wir ja bereits einmal, habe ich es ja, ja auf Lager ja, liegen ja, und ja. Du brauchst es nicht, ne? Ach, das ja. Aber der Kintsugi-Helm hat natürlich keine nicht irgendwie Elementarwiderstand oder sowas. Kintsugi-Rüstung. Wow. Eieiei. Schon, sieht schon geil aus, ne? Ja, vor allem 3 Schutz und 26 Widerstand gegen physischen Schaden. Noch so überladen, warum? Aber 11 Geschwindigkeit minus, dann schleiche ich nur noch. Ja, das ist. Dass alles mit so einem Negativeffekt daherkommen muss, ne? Ja, ja. Pistolen nicht. Was haben wir denn hier? Pythosaurier-Speer. Schuppenranzen brauchst du nicht lernen, den kann ich schon. Dinosaurier-Axt. Die Frage ist natürlich, ist das eine Einhand- oder eine Zweihand-Axt? Ah ne, es gibt noch die Großaxt, dann ist das eine Einhand-Axt. Okay. Dann behalte ich die. Ich weiß nicht, warum ich so derb überladen bin, also noch immer so viel Gewicht trage, aber. Ja. So. Gibt's hier irgendwo was zum Kochen? Ansonsten müssen wir mal ein. Oh, das weiß ich nicht. Müssen wir mal ein gucken. Feuerchen aufstellen. Bäume wachsen hier aber auch nicht so bei denen, ne? Ich glaube, ich habe noch Holz in der Tasche. Doch, da ist, warte mal, da ist ein Baum. Ah. Das gedacht hier. So, dann zum einen Laternen erstmal updaten wieder. Hier, so. Boah, ich brauche die brutale Axt für diese Tyrosaurier-Axt. Und ich brauche einen Alpha-Tyrosaurier-Schwanz. Die brutale Alpha. Axt? Ja, das ist die, die man für 60 verkaufen kann, die Einhand-Axt. Hatten wir auch schon. Wollt meinen, die, ich glaube, ich möchte jetzt nicht oder sagen. Oder ich habe sie bei mir irgendwo noch rumzuliegen. Ich habe sie auf jeden Fall irgendwann schon gesehen. Ich glaube, ich habe die gerade verkauft. Aber auf jeden Fall haben wir ja auch eh keinen Alpha-Tyrosaurier-Schwanz. Hast du einen Kochtopf dabei? Ja. Oh, das ist gut. Ich hatte nämlich sonst immer einen, aber. Hab ich den nicht immer? Das war doch mein Helm, in dem wir gekocht haben. Also, die Axt ist gar nicht mal so schlecht. Und zwar folgendes: Ich weiß nicht, ob die daran. Also, macht auf jeden Fall natürlich mehr Schaden, ist ja klar. Aber ich weiß nicht, ob sie daran rankommt mit meinem wunderbaren Astralschaden. Aber folgendes, die macht nämlich extreme Blutung. Oh. 32 Schaden. Wo meine jetzt addiert, beide Schaden addiert, nur 24 macht. Und Wucht nochmal 36. Und hat trotzdem 1,1 Angriffsgeschwindigkeit. Wollte ich gerade sagen, denn wenn sie auch noch schnell ist, ja, ja. Das klingt schon gut. Ja, aber Alpha-Tyrannosaurier, ne? Alpha-Tyrannosaurier-Schwanz. Haben wir noch überhaupt nicht gefunden. Wir hatten bisher nur die normalen Thynos, ne? Genau, ich glaube, es sind Thynos oder wie die heißen. Du kannst den Kochtopf wieder mitnehmen. Ah ja. Und dann können wir weitergehen, würde ich sagen, oder? Ich oder naja, gut, wir können noch mal gucken, was es hier noch zu kaufen gibt. Ja. Also das da hinten. Man kann auch mit den Leuten reden, also du kannst ja, lass uns reden. Achso, ob man eventuell eine Quest, wollen wir, das genau. Können wir natürlich auch machen. Der da oben, der Schmied, der hat keine Gesprächsrichtung, aber die hier okay. Unten. Ja, lass mal schauen. Und es gibt hier die Hintergrundgeschichte, warum. Hallo, mein Freund. Lass uns reden. Das macht mich wütend.
Ich will mit allen Völkern und Städten handeln, aber ich darf nur mit denen Geschäfte machen, die hierher kommen. Und das sind nicht viele. Okay, nee, da gibt's leider nichts zu reden. Wo gibt's die Hintergrundgeschichte? Ja, das einmal und da oben, wenn du jetzt die Treppe hier hochgehst. Warte. Da steht, glaube ich, der Typ, der das erlassen hat. Der macht nichts. Ja. Ja, hier, glaube ich, der ist das. Das ist der Anführer, glaube ich, von denen. Okay, hier links ist noch einer. Erstmal den. Ja, Hochlord Zür. Ah, das ist ein... Ja. Okay, dann schauen wir mal, was er hier so sagt. Ein Mensch in meinem Dorf? Ja. Ich bin gekommen, um über euer Volk zu lernen. Machen wir das doch mal. Was willst du? Noch ein Neugieriger. Ich bin Hochlord Sir, Anführer von Dorf und Meister im Weben von heiliger Ascheseide. Ich webe Tücher im Namen von Weber der Morgenröte und ich zeige diese Kunst anderen Hochgeborenen. Hör zu, Mensch! Unsere Mönche machen Porzellan im Namen vom Vater der Abenddämmerung, erhüllen es mit seiner Magie. Dein Volk mag Porzellan und Seide und viele von ihnen kommen her und bieten viel Silber und Gold dafür. Fort mit dir! Mehr gibt es nicht zu sagen, hau ab. Die sind nett. Vorne ist noch ein netter Schrein, der sieht ganz hübsch aus. Ja, na ja, auch gerade schon erst spät. Ja. Aber sprechen kann man hier mit den Leuten auch nicht. Schade. Hier sind noch verschlossene Türen. Kann man da irgendwas öffnen? Nö. Hier kann man Holz sammeln. Wow. Ansonsten ist hier tatsächlich irgendwie nichts. Ja, ist noch Loot. Oh, hier ist Marshmallow-Stulle. Na siehste. Was kann die? Wahrscheinlich wieder Mana-Herstellung oder sowas. Weiß ich nicht. Hm. Weiß nicht, was die tut. Wo sie hin? Ist direkt diffundiert. Einfach absorbiert worden. Keine Ahnung, hab's jetzt nicht. Seh sie jetzt nicht. Wahrscheinlich ein Kochrezept halt, ne? Also. Wirst wahrscheinlich erst beim Kochen haben dann irgendwo. Jo. Ja, dann. Okay. War ja auch mal ganz nett hier. Nicht. Warte mal, da hinten waren wir noch nicht, oder? Oder? Hier? Mit meinen Freunden wir verkaufen und wir haben auch die Rezepte gefunden. Aber. Mach meine Stimme. Dass die hier so eine Stadt hinpflanzen mit so vielen NPCs und allem drum und dran. Mit keinem kann man reden irgendwie, ne? Mit keinem kann man reden und es gibt auch keine Quest. Das ist doch untypisch. Ja, vielleicht irgendwann durch die Hauptstory. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man hier irgendwann herkommt durch die Hauptstory. Nee, nix. Vielleicht hat man dann, darf man dann mit denen reden oder so. Kommt auch nicht raus. Die ganzen Türen kann man auch nicht benutzen. Jedenfalls gibt es hier nette Sachen zu kaufen und das ist immerhin etwas. Sauber. Und ich habe gewundert, warum ich hier was umrenne. Ja, ich habe nur mit einer Hand gesteuert, weil ich gerade mal husten musste. Meine Stimme war ja irgendwie ein wenig am Leiden. Aus geht's. Yay. Yeah. Ab nach Monsun. Wir müssen nach Monsun. Durch den Monsun. Der ist ganz neu, der Witz. Den hat noch niemand gebracht. Mhm. Müssen hab nicht zugehört. Bayern Monsun. Ich will da eigentlich gar nicht hin, ne? Also das will ich nur noch mal betonen. Du willst da die ganze Zeit hin. Du möchtest doch endlich Skills lernen für deine Du möchtest, Bade. Dass ich da Skills lerne. Und plus Ausdauer und so. Okay, Ausdauer, das ist ein Argument. Ich komme auch wunderbar ohne Skills zurecht. Das mache ich schon ein ganzes Leben lang. Die Skills sind fantastisch. Also zumindest der eine. Ich bin total im Boden versunken. Also der Anführungsstrichen Nachteil dieser Skills ist, dass du sie vor allem mit dem Segen benutzt. Fokus. Diesen Segen kann man durch zwei Dinge bekommen. Einmal durch, indem man den einfach auf sich zaubert. Der hat aber eine sehr lange Abklingzeit. Und einmal, indem man... Jetzt kommen wieder die Haken an der Geschichte. Genau, und einmal durch so einen Skill, den du eben benutzt, wenn jemand dich gerade schlägt. In dem Moment benutzt du den Skill und wehrst den quasi ab. Und dadurch bekommst du dann auch diesen Segen. Und mit diesem Segen kannst du dann halt einen sehr starken Angriff machen. Toll. Nennt sich der perfekte Schlag oder so. Und der ist ziemlich nice. Den habe ich auch. Kann ich nur empfehlen. Aber der Segen selbst alleine ist auch schon sehr stark, weil du dadurch mehr Standhaftigkeit bekommst und sowas. Wir stopfen was ganz groß. Riese! Wow, 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 wow. Ah. Ja, mal von der Brücke runter. Ah!
Sagst du so leicht? Au! Ich komm nicht mehr hoch! Oh Gott, Koja. Weiter. Er will auch mich nicht. Ich habe ihn die ganze Zeit schon geschlagen. Jetzt will er mich, glaube ich. Ja. Boah! Der haut auch außen rum. Also der hat auch, wenn der zuhaut, auch nach hinten. Ja. Uff, ja, jetzt hat er mich auch umgehauen. Will er wieder dich? Boah. Trink was, hau ab. Kann nicht mehr, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, ich muss was trinken, ich trinke. Okay. Immer wieder ein Viertel. Oh, ich lieg. Scheiße. Fuck. Der ist relativ... Ah, hier, Achtung, hinter dir. Oh, scheiße, jetzt wird's doof. Ist das zwei? Nein, bring den Riesen zum... Ja. Zum... Warte, ich. Alles gut. Erstmal kurz ein bisschen. Bring den Riesen zum Dino. Ich muss gerade erstmal ein bisschen Abstand nehmen hier. So, jetzt. Riese, Dino. Ja. Komm zu mir. Heb mich auf, ja, der ist lahm. Ja, ich weiß. Komm zu mir, hier, links, rechts. Ja, komm. Zu mir! Ja, andere warte Richtung! Doch mal, bitte. Seh dich nicht, das ist das Problem gerade. Auf ihm. Sehr gut. So, jetzt kämpfen die beiden gegeneinander. Ja. Oh, ich kann gerade nichts nehmen. So, der Riese liegt. Jetzt müssen wir den Dino halt noch weghauen. Dino ist auch gleich weg. Ja. Lol, okay, der Dino hat mich einfach umgeklatscht mit seinem Gift. Ja. Ich hol dich. So. Das war hart. Der hat uns ganz schön überrascht gerade. Der stand da so um die Ecke. Ich hab's die ganze Zeit nur so stampfen hören, ne? Ja. Und ich dachte, was stampft hier? Was ist das? Und dann. Oh, ist ja nichts passiert. Nee, gar nichts. War völlig locker. Ey, wir sind nicht in Ohnmacht gefallen. Wir haben keine. Nein, ich auch nicht. Ich meine, wir sind halt wirklich nicht gestorben. Wir sind nicht in diesen Ladebildschirm gekommen. Nein, das ist. Müssen wir uns halt kurz mal wieder ausruhen, aber ist alles in Ordnung. Ist völlig korrekt so. Ich will nur kurz den Dino noch looten. Mhm. Alter, Vater, steht da mal um die Ecke so ein Riese, weißt du, gehst durch ein Tor. Da steht er da einfach. Also, die Riesen sind eigentlich relativ einfach abzufangen, was so Gegenschlag und so angeht, weil die immer kurz bevor sie zuhauen, holen sie so weit aus und rufen dann auch so. Ja, aber der hat so eine Wucht gehabt. Genau. Und das Problem ist bei mir halt auch, ich mache halt mit dieser Axt nicht so viel Wucht. Das heißt, mein Gegenschlag und das Ganze, das hat halt überhaupt nichts gebracht, weil der nicht ins Taumeln kommt durch die fehlende Wucht dadurch. Ich konnte ihm zwar Schaden hinzufügen, aber das war es dann auch. Naja. Wie gesagt, ist ja alles im Endeffekt gut gelaufen. Ja, aber das war echt fies. Das war richtig fies. Das passt. Okay. So. Oh, ein bisschen. Hier so, ich schlafe jetzt mal 10 Stunden und den Rest mache ich ein bisschen Wache. Ach, ich habe Wache gehalten statt. Mit der Maus. Oh, hier gibt's. Doch, hier gibt's Hinterhalt, so wollte ich schon sagen. So. Reparieren mache ich auch mal 3 Stunden und den Rest mache ich Wachen. Wie viel Leben hast denn du? Wie viel verbranntes? Weil sonst kann ich auch ein bisschen wachen. Also, verbrannt ist ein bisschen über die Hälfte. Okay, ja, dann muss ich auch ein bisschen wachen, damit du auch schlafen kannst. Ich darf jetzt 10 Stunden. Wache 3, den nehme ich mal reparieren runter. Kann man später mal noch machen. Wache noch ein bisschen. So. Yep. So. Vielleicht unbedingt was trinken, aber das passt schon. Meine Fresse. Uiuiuiui. So, nach Monsun müssen wir jetzt aber noch. Aber ich glaube, der Riese war mit das Schlimmste, was wir jetzt finden konnten. Tyrannosaurus gibt es hier noch ein paar und diese kleinen Dinos, aber. Ich glaube, also Riese ist schon.
Boah, das war jetzt echt krass, aber schön. Also das, sowas finde ich ja gut. Ich mag die Riesen auch. Die sind nicht zu schwer. Man kann das Pattern ganz gut rauslesen aus denen. Die hauen halt aber auch nicht rein. So, ne? Also sind schon recht stark. Aber starke Gegner sind ja auch eine schöne Herausforderung. Ja, mein Problem halt war halt einfach, dass er mich erwischt hat und dann lag ich am Boden und dann haut er direkt wieder zu, während der Charakter mit dem schweren Rucksack so langsam hochkrabbelt wieder, weißt du? Genau, er hat uns dann ja auch überrascht so ein bisschen. Ne? Ja, also das war schon eine ganz fiese Konstellation, die wir da jetzt hatten. Wenn du vorher dich ein bisschen buffen kannst und dann da rein, ja. Genau. Okay. Hast du noch was zu essen für mich? Ja, klar. Immer. Was hätten sie gerne? Ja, keine Ahnung. Einmal die 36 süß-sauer, bitte. 36 süß-sauer, das ist die Marmelade, ne? Hier. Das ist die Marmelade. Ja, die ist es. Ja, danke schön. Da, perfekt. Jetzt wird mir nicht mehr kalt hier. Das ist doch schön. Ne? Ne. Habe ich mir doch gedacht. Du frierst doch so häufig. Bist doch in den Wechseljahren. Ach, wir sind ja schon beim Wachturm hier. Dann sind wir ja fast da im Monsun, dass uns jetzt mal aufgehalten wurde, meine Güte. Ja, wir hätten auch da pennen können, ne? Aber egal. Na, da kommt, glaube ich, vorher noch so ein Tyrannosaurus. Zumindest manchmal. Manchmal kämpft er auch gegen Banditen und dann kann man einfach vorbeilaufen und sie auslachen. Alle. Sowohl den Tyrannosaurus als auch die Banditen. Kann man hier hoch? Ist da kann was? Man, ja. Da ist halt, was da oben ist, weiß ich nicht. Ist halt der Wachturm hier, ne? Halt bestimmt diese Konstrukte wieder. Wieder ein Eichhörnchen. Eichhörnchen? Eichhörnchen nennen meine Freunde und ich immer so Sidequests, gerade in Skyrim oder so, wenn man auf dem Weg zu irgendeiner Erledigung einer Quest ist. Achso. Oh, guck mal, rechts ein Eichhörnchen und dann läuft man dieser Quest hinterher und Bei uns ist das, oh, schau mal, ein Gänseblümchen, ne? Das ja, kennen wir siehst ja. Du, genau. Das sind bei uns Eichhörnchen. Ja, hier nur eine Kiste mit Schund. Überrascht es dich. Es ist keine rote Kiste. Ja, aber es hätte auch mal was Schönes sein können. Stimmt. Selten, aber manchmal. Freiheit. Dafür der weite Weg. Echt noch Treppen steigen dafür, ey. Mit so einem Rucksack ist halt, und so einer Rüstung ist das echt nicht so, ne? Bei dir sind es 110 Kilo Rucksack. Bei mir ist halt noch eine schwere Rüstung. Das geht schon mal auf die Beine. Ja. Und die helle Bade erst. Ja. Eben. Oh. Genug. Ich wollte wieder das Licht ausmachen. Hast den Rucksack liegen lassen? Ja, das Problem kenne ich. Aber einen Rucksack in die Pampa werfen. Warum auch nicht? So, jetzt haben wir es wirklich fast geschafft. Da vorne ist schon gleich der Steg. Wuhu. An sich ist der Weg wirklich nicht weit. Das ist echt ein schön kurzer Weg. Ja, nur er ist scheiße. Das stimmt. Ja. Ich, also trotz deutlich besserer Waffen und allem drum und Vorsicht, kleiner Dino hinter dem Zaun. Oh. Trotz besserer Waffen und allem, wie wir jetzt ausgerüstet sind, man muss sagen, der Sumpf bleibt scheiße. Ja. Also obwohl böse. Man auch jetzt der Fairness halber sagen muss, dass es natürlich, es sind halt auch für uns mehr oder weniger neue Gegner, die wir nie wirklich bekämpft haben. Man muss sich da auch natürlich daran gewöhnen, was die so machen. Wie sie sich das bewegen, was sie so machen. Ja. Ne? Katzen sind natürlich gemein wegen ihrer Cleave. Boah, aber ich glaube, muss ich auch erstmal kennenlernen, ja. Ja, ich glaube, gerade die Dinos, die kriegt man relativ schnell dann unter Kontrolle. So, also will man zoomen. Also es war schlimmer, als ich alleine war, so viel sei gesagt. Ja, nur. Der Weg von der Halbinsel hierher war auch. Mich hat's alleine ja zerrissen hier nur noch und. Ja, ich glaube, das ist das dann die Abkürzung nach Monsun meistens, aber. Ja. Das will man ja nicht auf diese Art und Weise. Vor allem, wenn man wieder weg will und dann wieder in Monsun landet. Oh, das ist so, da beißt du so in die Tastatur. Ja. Wenn du kurz vorm Ausgang. Was kann ich für dich irgendwie tun? Irgendwie krepierst. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier ein bisschen ausmisten, ja, oder bis dahin ausgemistet haben vielmehr. Das machen wir dann natürlich im Off. Vielleicht auch hier so ein kleines Camp aufschlagen wie in den Berg. Ja. Und dann werden wir hier Skills lernen und uns fortbilden, um dann schlussendlich
irgendwann mal in die Wüste aufzubrechen. Ich will ja eigentlich, um ehrlich zu sein, so schnell wie möglich wieder raus aus diesem Sumpf. Ich habe tatsächlich bei dieser Map überhaupt nicht das Interesse, bei Berg, diese Karte im Horst Forst, ja, den möchte ich aufdecken, da möchte ich alles sehen. Aber hier habe ich überhaupt keinen Bock. Nee, kann ich verstehen. Ich mag den Sumpf auch überhaupt nicht. Auch so überhaupt, wie sich das alles anfühlt hier und so, ist echt nicht schön. Irgendwie, ja, also hier, das sieht jetzt wiederum cool aus, da hinten mit dieser Riesenblüte quasi und dem Licht und so, aber ich weiß nicht. Der Horstforst ist mir da doch schon deutlich lieber. Okay, lang genug gelabert. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren, Liken und so weiter. Danke, bis dann. Ciao.